wunderschönen guten Morgen. Ihr seht, Stirnbandzeit. Darf ich vorstellen, meine neue Brille, damit ich auch endlich mal sehe, was ich hier fabriziere. Weiter geht's mit den Ruhrgebietstouren. Und heute bin ich nicht alleine unterwegs. Heute bin ich mit der lieben Andrea unterwegs. Vom Kanal Windpedale. Ja, wir haben ein ähnliches Schicksal. Unsere Partner sind verstorben. Mein Partner vor jetzt 1,5 Jahren und Dietmar erst im Februar. Ja, wir haben uns auf Instagram connected und ja, haben dann beschlossen, dass wir uns sympathisch sind und wir fahren heute einmal durchs Ruhrgebiet. Und zwar irgendwie die Grubentour. Ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf. Es sind so circa 40 Kilometer. Ich muss jetzt mal, ich glaube die Grubentour hieß es. Eine Sekunde, ich bin gleich schlauer. Ja, bei mir dauert das immer alles ein bisschen. Ja, es ist eine Tour vom Radrevier Ruhr und sie heißt Grubenfahrt, den Bergbau erfahren. Und ob das jetzt auch so ist, dass wir den Bergbau erfahren, das werden wir heute sehen. Wir starten an der Zeche Zollverein. Ja, da ich die erste bin, die heute hier ist, weil ich die wesentlich kürzere Anfahrt habe, bin jetzt nur knapp eine Stunde gefahren, kann ich Andrea schon mit der Kamera erwarten. Ich weiß nicht, ob die sich freut, aber wir werden es sehen. Ja, wir sind sehr schlau. Wir haben nicht abgemacht, auf welchem Parkplatz. Sie steht auf A2, ich stehe auf A1. Also fahren wir jetzt erstmal A2. Ich werde sogar eingewiesen. Ja, cool. Guten Morgen. Hi. Hi. Das ist ja wieder mal eine tolle Ansprache. Ja. Ich habe mir gedacht, ich stehe mal direkt auf dem A1. Aber ich könnte mich ja gar nicht hier aus, groß, ja, weißt du? Ich auch nicht, aber das war der erste Parkplatz. Ich denke, ach so, mal drauf. Ja, ich bin jetzt von da gekommen. Ja, und ja, dann direkt dachte ich, ach komm, jetzt sind wir gleich hier. Siehst du, genau. Gleich genau. Hier, bleib stehen, hier ist nicht viel los. Ja, cool. Bist du startklar? Ich bin startklar. Ja, super. Ich muss nur noch eine Ansage machen, hast du schon? Ja, mach mal. So, jetzt gucke ich mal heute, was mein Sigma macht. Nee, wir sind falsch rum. Ja, genau. Also drehen wir einmal. Irgendwie immer so, ich fahre meistens falsch an. Ich auch, aber es ist mir mittlerweile wurscht, weil dann sehe ich ja endlich, wie ich fahren muss. Ja, genau. Im Stehen weiß ich das auch manchmal nicht. So, da geht es dann rechts lang irgendwo da vorne weiter. Ja. Ja, wir haben ja unheimlich viele Höhenmeter. Ja. Da guck mal erst einen richtig schönen Blick auf den Förderturm. Ja. Guck mal, ist direkt ein Förderturm. Cool. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt alles sehen. Ich habe mir natürlich Notizen gemacht, ne? Aber wo sind die? Hinten in der Tasche. Dann hol sie doch eben raus hier. Ja. Nee, macht Sinn. Ich denke mal, man wird auch hingewiesen auf viele Sachen. Ist ja, ne? Ja, zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, was das da ist, ne? Ja, ein Förderturm, glaube ich, ne? Aber was für einer? Puh, keine so Ahnung. Das ist hier sogar UNESCO-Welterbe, ne? Weltkulturerbe, ja. Wow. Ja, ich mache das auch gerne. Ich wollte ja mal zur Zeche Zollern auch noch. Ich glaube, da bin ich vorhin dran vorbeigekommen. Da war irgendwie ein Schild. Bei Bochum ist die, ne? Ja. Oder so. Ja, hier sind ja echt viele, ne? Ja. Guck mal hier. Aber ich muss heute schon lachen, als es hieß, ja, es könnte eventuell Regen sein. Ja. Und dann denke ich, ach, Silvia fährt ja mit, genau. Ja. Da regnet es ja schon mal gerne. Es regnet dann gerne. Ja, so wie beim letzten Video muss ich ja schon so lachen, als du da standest. Und wie ihr seht, ich habe die Regensachen an. Mhm. So, das ist jetzt eine Umleitung, weil hier wird irgendwie gebaut. So, hier sind wir
wir schon direkt bei einem Highlight. Hier entsteht nämlich bis 2025 der Denkmalpfad Kokerei Zollverein. Ja, alles eingerüstet. Ein alter Zug, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber sieht gut aus. Da bin ich ja mal gespannt, ob wir auch Gruben sehen bei der Fahrt. Meinst du so richtig wie Schacht runter, ne? Ja. Mit einer Rutsche. Das wär's. Das wär's. Und wir fahren zum Tetraeder hoch, ne? Auch? Ja. Toll. Ja. Ja. Da war ich auch noch nicht. Nee, ich auch nicht. Ich war mal bei diesem Wurm da. Weißt du, da gibt's doch diesen, da war ich mit Dietmar damals. Wie hieß denn das? Aber der war bei Duisburg. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, ich komme jetzt gerade auch nicht auf den Namen, weil das ist, wenn man schon älter ist, dann fällt einem das nicht so spontan ein. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Ach, schön, da fahren wir auch hin. Ja, einmal hoch zum Tetraeder. Ich bin da schon x-mal dran vorbeigefahren, aber... Machen wir alles heute. Ja, genau. Alles. Haben wir nämlich den ganzen Tag Zeit für 40 Kilometer. Ja. Morgen. Freundliche Leute hier. Nee. Nee. Doch. Warte, fahr weiter. Echt? Ja, wir sind wieder drauf. Bin gerade voll verwirrt. Nee, wir sind richtig. Ja, stimmt. Ich habe gedacht, wir müssen jetzt da, wo es nicht mehr weitergeht. Durch die Bucht. Da wärst du zur Grube runtergegangen. Ja. Essen, Wahnsinn. Das ist jetzt wieder schön, dass ich so nah am Ruhrgebiet wieder bin irgendwie. Hier habe ich auch mal ein paar Jahre gelebt in Dortmund. Okay. Das ist irgendwie schön. Habe ich mich immer wohl gefühlt auch. Jetzt haben wir glorreich die ersten 5 Kilometer durch Essen geschafft und sind ganz froh gemutes. Jetzt geht es für uns weiter in diese Richtung. Da die Straße hoch an dem schönen Gemälde vorbei. Jo, und los geht die wilde Fahrt. Ab dafür. So, geht's jetzt zur Uni. Aha, oh ja. Alten Essener Straße. Studieren? Hier ist alles Fahrradstraße, ne? Ja, schön. Ist schon cool. Ah, Uni, 400 Meter. Kommen wir direkt dran vorbei, ja? Ja. Hier links ist die Uni von Essen. Schöne bunte Gebäude. Genau. Wie ihr merkt, wird das hier heute keine Landpartie, ne? Das ist hier richtig. Stadt. Ach, sind wir jetzt auf dem Quatsch, denke ich, ne? Ja. Radschnellweg ist das, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob der das schon ist, der Duisburg und Essen verbindet. Da gibt es echt einen, der fährt von Duisburg bis Essen. Das ist der. Ja, da war gerade ein großes Schild. Ja, habe ich wieder nicht gesehen. Wir werden das gleich noch. Da steht doch bestimmt da drauf. Ja, genau. Ne, genau, da geht es nämlich nach Mülheim. Das ist der Radschnellweg 1. Und ich glaube, das ist ein... Ja, 11 Kilometer muss da ja schon lang sein, wenn es da steht. Ne? Guck mal, 11 Kilometer Radschnellweg. Ja. Wahnsinn. Ute Industriekultur, Knotenpunkt 81. Radeln nach Zahlen. Nee, wir radeln heute aber nicht nach Zahlen. Ich habe das nie verstanden mit den Knotenpunkten. Nee. Das ist total einfach. Echt? Ja, ich finde es aber in Holland einfacher. Das, du suchst dir da einfach. Das ist alles so toll aus. Ich erkläre dir das gleich back out auf Kamera. Ja, so. Okay. Ist einfacher. Oh, guck mal da. Nee, was Bam. Ist das denn? Die Sonne. Die Sonne. Ja, da ist wieder ein Förderturm. Und wenn wir beide jetzt wüssten, was das für eine Zeche ist, dann würden wir euch das auch sagen. Aber so bleibt wieder mal nur einblenden. Guck,
guck mal, das nächste Café könnten wir aber mal ansteuern, wenn wir einen sehen. Ne? So ein Café. Ja. Finde ich jetzt auch nicht verkehrt. Ja. Ah, der Niedfelder See ist das. Niederfeldsee, genau. Ja, wir sind immer noch auf dem Radschnellweg, der sich übrigens auch sehr gut fahren lässt. Also so allzu viel von Bergbau sieht man ja jetzt gerade nicht, ne? Also nee. Der bremst, Silvia. Okay. Ich halte ihn auf. Danke. So, dann hier rechts, ne? Jo. Ja, guck mal. Wir können navigieren hier wie die Weltmeister. Ja, sicher. Einmal hier rechts. Man würde gerne links fahren, aber noch ja, nicht. Ja, geht aber gleich, ne? Links. So gerne. Ich habe auch gerade gedacht, so links wäre jetzt schön. Ne? Links wäre jetzt schön. Hier geht's jetzt. Ja, los. Auch schön. Oh, guck mal, bemalte Steine. Ach, guck mal, hier ist doch auch schön. Ja. Das ist doch viel schöner. Guck mal, das ist das Hexbachtal. Hier fängt schön. Es an. Oh, das ist ja eigentlich ein Witz. Was in Spanien andere Sachen erlebt, ne? Ah ja. Das ist ja muss hier man nur aber auch nicht immer haben, ne? Nein. Also für dieses Jahr ist genug. Das ist hier Kinderkram. Ja, und wie ihr seht, das ist jetzt hier schöner blauer Himmel. Es wird immer wärmer. Wahrscheinlich können wir die Jacken auch bald ausziehen. Ja. Zumindest eine dünnere anziehen. Schön. Ich finde das immer so Wahnsinn, dass wirklich so neben großen Städten, dass du da manchmal nur so zwei, dreimal um irgendeine Ecke fahren genau. musst. Ne? Genau. Und schon bist du wieder mitten im... Genau. Und das wissen viele nicht, nee. Dieses Ruhrgebiet nicht. Nee, ne? Für die ist das alles nicht. Nur Dreck und ja. Straße und Autos. Genau. Das stimmt nicht. Und das stimmt ja leider nicht. Oh, du hast ja den Kompressor bestimmt mit, ne? Ja. Oh, den muss ich mir noch angucken irgendwann. Brauchst du Luft? Ich hätte da welche. Sollst du ein kleines Schild an dem Fahrrad machen? Ich habe überlegt, da gibt es von Bosch so einen kleineren. Kennst du vielleicht ja, auch? Ja, den hat ja meine Freundin, den von Bosch. War die damit zufrieden? Ja. Braucht den auch, um den Roller aufzupumpen. Ja, siehst du? Ja. Das wäre noch eine Option. Mal gucken. Ja, also Hexbachtal, kann ich nur sagen, Daumen hoch. Ganz toll. Und richtig nah an Essen. Und guck mal, hier geht's echt rechts und links nur Natur. Wunderschön. Auch guck mal da. Das ist herrlich, Silvia. Ja, wirklich schön. Auch jetzt so im Herbst, ne? Ja. Ideal zu fahren. Hier wäre doch jetzt so ein Café nicht schlecht. Ich wollte gerade sagen, also da kommt bestimmt gleich eins. Sowas, ne? Bestimmt. Das würde sich doch im Hexenbachtal ja, anbieten. Ja, absolut. Oder Hexental. Ja, hier fahren bestimmt viele mit dem Rad lang. Ja, was ist denn da vorne? Aha. Aha. Zu. Sieht aber sehr zu aus. Ja. Terrasse. Ja. Ab Oktober andere Öffnungszeiten. Ja, super. Im Mühlenbach. Ach ja. Ja.
Kaffee aus, Brötchen gegessen und weiter geht's. Wir fahren jetzt durchs Hexbachtal. Ja, wunderschön, immer durchs Grün, so ein bisschen Wald. Da unten fließt irgendwo der Hexbach. Und da fährt Andrea. Ich habe wohl gerade gesagt, so mit Grubenfahrt, vom Bergbau sehen wir gerade nicht so viel. Aber kommt wahrscheinlich noch. Ist das schön. Weit und breit kein weit und breit kein Bergbau. Nö. Alles nicht da. Wahnsinnige Grubenfahrt, ne? Absolut. Aber kommt alles noch. Hier ist doch egal, das sind ja die Kontraste, machen es aus, Silvia. Ne? Ich glaube, so heißt auch eine Tour, Kontraste erfahren. Siehst du? Ja. So, jetzt sag ich mal. Da ist der Hexbach. Ah. Also meine Vermutung jetzt. Ja, ja. Ich habe kein Schild gesehen. Muss ich erst mal sagen. Oh, eine Grube? Ich wollte gerade sagen, hier ist zumindest so eine Kiesgrube. Und Bagger. Wahnsinn. Industriekultur vom Feinsten. Absolut. Mensch, siehst du? Rohre. wir müssen rechts. Aber das ist schon Oberhausen, siehst du? Ja. So, nicht mal mehr Essen. Ah. Da geht's lang. Ich habe die Absenkung rechts nicht gesehen. Ach so, ja, oh. Immer das Glück, das, ne, ich finde das immer so ärgerlich, weißt du, da kommst du nicht durch, musst dann umfahren. Ja. Aber jetzt geht's ja hier noch, ne? Ja, ja. Aber das ist ja wahrscheinlich schon länger so, da hätten sie auch mal ein Schild machen können. Ja. Das ist ja auf Tour dann auch, dann denkst du auch, heute hast du nur eine kleine Etappe. Ach, 50 Kilometer auf eine Arschbacke. Genau. Ne? Und dann sind das oft die Dinger. Genau. Da ist die Brücke. Ah, guck mal. Pass jetzt sag auf. Nicht, wir müssen da mitten die Stufen hoch. Pass auf, ich sag es dir. So. Da geht's jetzt hoch. Wir tragen jetzt gemeinsam die Räder da hoch. Lebt doch nicht. Bitte. Nee, Silvia, da haben wir auch eine Grenze. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Durch den Umweg weiß ich nicht. Wir müssen jetzt noch mal zurück und dann eine Straße weiter. Wir müssen halt da oben hin. Da ist nämlich eine Straße. Ja, und durch die Sperrung ist man da nicht drauf gekommen. Aber wir finden jetzt einen Weg. Bin ich fest von überzeugt. Wir sind jetzt hier, da. Ja. Ein Stück zurück und dann hier lang. Ja. Bis wir da oben sind. Und dann könnten wir doch da drüber. Jawohl. Genau. Jetzt mal sehen, wie irritiert man manchmal durch so eine Scheiße ist. Ne? Ey, das muss ich jetzt filmen. Das muss ich jetzt mal essen. Das filme ich jetzt erstmal. So, jetzt kommen wir nämlich auch über die Brücke. Über diese Brücke. Gleich überqueren wir den Rhein-Herne-Kanal. Über diese Brücke. Schnitt. Jetzt überqueren wir den Rhein-Herne-Kanal. Eine wunderbare Brücke. Das ist aber eine coole Brücke. Aber was ich noch cooler finde, ist dieser Strommast. Guckt euch den mal an. Ja. Dankeschön. Seht ihr das? Ist der mal cool. Und ich glaube, das ist die Emscher, ne? Candice.
bis auf die andere Seite der Autobahn. Zack, ist man wieder in der Stadt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch lesen konnte. Da stand jetzt auf Verkaufsanstalt der Guthoffenhütte. Was auch immer das ist. Ah, guck mal, da ist eine Burg. Sollen wir da mal reinfahren? Das ist nämlich die Burg Vondern. Burg Vondern? Ja. Vondern? Toll. Sieht ganz gut aus, ne? Ja. Man könnte, glaube ich, auch reinfahren. Jetzt fahren wir in die Burg Vondern ein. Wenn wir es dürfen. Ah. Jo. Sieht so aus. Das ist bestimmt der Ritter von Nonn. Ich glaube, nächste Anlaufstelle ist Tetraeder. Oh, das nächste der nächste Höhepunkt. Ach, hier jetzt rechts wahrscheinlich. Ja, hier rechts. Ja, genau, hier müssen wir rüber. Ja. Oh. Ach, nee, sind da Stufen? Ja, bei Stufen bin ich raus, ne? Sag ich dir jetzt schon. Ja, guck, nö. Ja, nee, du komm, wir fahren ja rechts rum oder links rum. Nee, das ist jetzt. Ach so. Jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich gerade einen Schreck gekriegt. Ich dachte, wir müssen jetzt hier die Stufen mit dem Fahrrad drauf am Tetraeder. Aber nee, für Fahrräder geht es drumherum und dann hoch. Und ein Stückchen weiter. Ja, da kommen wir auf diese Serpentinen, ne? Ja, genau. Jo, ja, das. Aber da kannst du mir sagen, was du willst, das ist doch genau die Mountainbike-Strecke gewesen hier, die der mir hier eingezeichnet hat. Ah, ich glaube, die wollten da durch den Wald, wo wir, weißt ja. du? Also ich möchte so, jetzt müssen nicht wir fahren. So, hier hoch. Hier hoch. Genau. Ja, das genau. Kriegen wir doch hin. Ja, guck mal, Asphalt. 20 Kehren. Genau, dann mal den Gang runter. 20 Gehren. Mein Motor jault immer, wenn es hochgeht. Der jault immer. So muss das sein. Ich glaube, das ist ein sehr schöner Blick. Ja. Da ist es. Ja, sieht jetzt schon doch schon ganz schön groß aus. Toll.
Auch runter kann man aber schön fahren. Ja. Wie schön grün das Ruhrgebiet ist. Ja. Und was da oft noch Vorurteile herrschen. Ja, absolut. Ich glaube, wir müssen hier rechts, ne? Ach ja. Ach ja, dankeschön. Ach, hier ist aber auch ganz schön. Ja. Bestimmt auch alte Zechenhäuser. Ja. Alle ein bisschen ja. modernisiert, ne? Aber schön. Ja. Gefallen mir die Häuser so. Ja, schön irgendwie, ne? Hier ja. So. Toll. Ganz seltsame Bauweise, habe ich eigentlich noch selten gesehen. Das waren so auch mal Filme, ne? Alter Bunker. Ja. Am Matthias Stilles Platz ist ein alter Bunker. Echt total schöne Häuser hier. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch gerade gedacht. Oh, eine kleine Herausforderung. Einmal über die blaue Brücke. Und da unten seht ihr die Emscher. Essen, willkommen in Essen. Guck mal. Jetzt haben wir aber wieder ein bisschen Industriekultur. Da ist sie wieder, was ich jetzt die ganze Zeit so ein bisschen vermisst habe. Da ist er, der Rhein-Herne-Kanal. Hoffe ich zumindest, dass er das war. Ah, guck mal. Ein paar. Wie heißen die nochmal? Das sind Rinder. Segway. Ja. Genau, die Yellowways genau, waren die, waren die Rinder. In Schottland. Genau. So, noch einmal durch die, über die Straße. Ach, da ist ja schon mein Parkplatz. Ja, guck mal. Da vorne. Ja, da musst du jetzt noch mal ein bisschen. Genau. Noch ein bisschen durch Zollverein fahren. Ja, und schon sind wir wieder an der Zeche Zollverein. Das war die Tour vom Radrevier Ruhr. Ruhmfahrt, den Bergbau erfahren. Ich hatte mir ein bisschen mehr Bergbau versprochen. Ich fand, das kam jetzt ein bisschen kurz, außer hier halt bei der Zeche. Also ihr müsst euch jetzt nicht vorstellen, dass du da eine Zeche nach dem nächsten hast. Das ist einfach nicht so.
Aber dafür ist die Zeche Solferein sehr sehenswert. Und wir drehen jetzt noch eine extra Runde, ne? Weil Andrea hat noch gar nichts gefilmt davon, weil sie woanders geparkt hat. Ja, Leute, das war die Grubenfahrt. Ja, ich muss immer überlegen, Grubenfahrt, den Bergbau erleben. Ich habe gerade schon gesagt, war nicht so viel Bergbau, wie ich gedacht habe, aber ich denke mal, die Zeche Zollverein reicht eigentlich auch schon. Die ist so groß, da ist so viel zu sehen. Ja, eine Tour aus dem Ruhrgebiet mit Andrea von Windpedale und mir. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.